Willkommen zurück bei Gothic 3. Ja, der wird nie alt. Wir haben letztes Mal den Sklaven hier entsklavifiziert. Zuerst im zweiten Versuch, aber naja, was soll's. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben bei den Orks auch ein Waffen, drei Waffenbündel mitgehen lassen. Die gibt es hier immer mal wieder. Und die brauchen alle möglichen Fraktionen. Also die brauchen die Rebellen, die brauchen die Orks. Von denen gibt es zwar extrem viele, aber ja, man sollte trotzdem aufpassen, wem man sie gibt. So, hier hinten irgendwo war, da hinten ist auf jeden Fall mal der Strand. Da unten ist ein Scavenger. Den sollten wir doch mal. Ja, natürlich triffst du mich. Wir haben gerade zu wenig Stärke, um ihn einfach so aufs Maul zu geben. Ich hätte übrigens verdammt gerne Pfeile, denn wie es mit Nahkampf aussieht, haben wir ja schon hinlänglich unter Beweis gestellt. Was ich übrigens gar nicht erwähnt habe, vielleicht ist es irgendjemandem von euch aufgefallen. Ich habe meine mechanische Tastatur jetzt durch meine alte Tastatur ersetzt, die nun mal, ja, nicht mechanisch ist. Einfach aus dem Grund, ja, weil es eben weniger klappert. Das ist eben der Nachteil. Wenn man sich an eine mechanische Tastatur gewöhnt hat, dann will man eigentlich gar keine. Oh, keine Wölfe mehr. Auch schön, zwei Wölfe gegen einen Scavenger. Was für ein Naturschauspiel. Wir gehen trotzdem mal ein paar Schritte zurück. Könnten das? Ja, das sind hungrige Wölfe. Tiere mit solchen Namen sind immer Questgegner. Sprich, wir stecken die Waffe weg und speichern. Denn Wölfe waren früher so ziemlich die schlimmsten Gegner, weil die hatten so unfassbar gemeine Serienbisse. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel Schaden die uns gemacht haben. Auf jeden Fall mehr als genug. Wir brauchen dringend eine bessere Rüstung. Und wenn ich nicht so dämlich wäre, hätte ich mir im Rebellenlager bereits eine Rüstung geholt. Aber so wird das, glaube ich, nichts. Na gut. Wir plündern hier noch. Unser Inventar ist übrigens unendlich, falls sich jemand hier Sorgen gemacht hat. Da hinten sind noch mehr hungrige Wölfe. Vorher gehen wir allerdings zu dem Kollegen hier. Das ist der gute Jens. Manche nennen ihn auch Lenz, weil er sich einen faulen Lenz macht und hier einfach nur säuft vor seiner Hütte. Halt. Warte mal. Ne, das ist eine Flammenbeere. Schade, ich hatte wieder gehofft, dass es Kronstöckel wäre. Und man hört hier überall die Wölfe jaulen. Ja, gut. Der Typ sieht aber so aus, als ob er Jäger wäre, deswegen. Reisende sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Spiel zu deiner Mutter. Ich will ins Dorf. Ich will ins Dorf. Dann bist du auf der Suche nach Arbeit, was? Kommt auf die Arbeit an. Die Söldner im Dorf brauchen bestimmt noch jemanden. Vorausgesetzt, du kannst mit einer Waffe umgehen. Das sollte ich doch können. Was machst du hier eigentlich hier so draußen alleine, inmitten von hungrigen Wölfen? Was machst du hier? Ich bin Jäger, aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Wild. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfelle. Ja, er könnte uns beibringen, wie man jagt, wenn man ihm, ich glaube, 10 Wolfsfelle bringt. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Bring mir 10 Wolfsfelle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Khabdun haben Massen davon. Anschließend zeige ich dir, wie man jagt. Als hätte ich das Spiel schon mal gespielt. Ja, zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Du hast doch sicher Pfeile. Ja, die hast du. Wie viel nehmen wir denn mal? Ich würde sagen mal so 100 Pfeile. Hirschgeweih. Bögen. Ja, für die fehlt uns noch das Geschick. Die normalen Bögen können wir eigentlich verkaufen. Hier, das Ding kannst du nochmal nehmen. Und dann gibst du uns noch ein paar Pfeile. Und ein bisschen Gold. Danke. So. Dann rüsten wir die Pfeile auch gleich mal aus. Hier. Die machen jetzt zwar nicht mehr ganz so viel Schaden, aber
Was soll's? So, dann schauen wir mal. Nachdem wir gespeichert haben natürlich. Wo sich diese hungrigen Wölfe hin verzogen haben, denn ich kann mich erinnern, dass es ziemlich nervig war, alle zu finden. Es wäre übrigens auch ganz praktisch, da sind sie, wenn wir lernen würden, Wölfen das Fell abzuziehen. Au. Was mich übrigens im Spiel immer ein bisschen genervt hat, war, dass es keine wirklichen Ausweichtalente gab. Oder gibt. Das ist ein bisschen schade eigentlich. So, war der andere Wolf hier. Zumindest will ich euer Fleisch haben. Ich weiß gar nicht. Ich höre hier schon wieder Wölfe. Und die zerfleischen gerade irgendwas. Ich hoffe nur, dass es kein Mensch ist. Ich vermute mal, das wird ein Scavenger sein. Ja, exakt. Bist du auch ein hungriger Wolf? Ja, bist du. So, ich töte mal den Scavenger, dann bekomme ich nämlich für den die Erfahrung. Und dann auch noch für den Wolf. Aus. Teilweise muss man auch vorsichtig sein, wenn man die Biester erledigt, bevor man die eigentliche Quest bekommt. Zumindest, wie gesagt, es war früher so, ich spiele das Spiel auch nicht, also ich habe das Spiel, wie ich es damals durchgespielt habe, auch mehrmals, wie ich zugeben muss, nie mit dem neuesten Patch gespielt. Also der allerletzte Patch ist irgendwann von Mitte 2012. Das ist die Version, da sind noch ein paar. Das ist die Version, die wir hier sehen. Und mit dieser Version habe ich das damals nicht gespielt. Also da können schon wieder Änderungen dabei sein, von denen ich jetzt keine Ahnung habe. Lauf mal kurz. Der ist schon ganz schön nah. Hallo Jungs. Ich kann euch übrigens noch was Tolles zeigen. So. Ich gehe einfach mal kurz ins Inventar und trinke mal einen Heiltrank. So, danke fürs Warten, Jungs. Das finde ich immer ein bisschen dämlich. Man kann während des Kampfes einfach mal ins Inventar wechseln. Die Gegner führen ihren letzten Schlag dann noch durch. Das darf man nicht vergessen, aber wenn man zum Beispiel am Boden liegt, ist man quasi unsterblich und kann währenddessen, wenn man vorher schnell das Inventar geöffnet hat, einfach mal Heiltränke trinken und sich das Leben schön saufen. Ja, kann man mögen, muss man nicht. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es auch Patches geben. Was ist die Mehrzahl von Patch? Patches? Patches, die Hyäne. Moment, falsches Spiel. Ich meine, mich zu erinnern, dass es auch Patch gab, mit denen man die Pausefunktion des Inventars deaktivieren konnte. Da ist noch so ein Mistvieh. Ja, jetzt haben wir noch den Vorteil, Jens hilft uns. Das Problem ist natürlich, wenn er die Biester tötet, kriegen wir keine Erfahrung. Dem hast du's gezeigt. Autsch. Nein. Ja, ihr seht's. Er hat mich jetzt angegriffen. Ich trinke mal einen Schluck. Der gute Jens macht inzwischen aber auch nichts. Armselige Kreatur. Und wir metzeln ihn ab. Ja, das macht das Spiel schon ab und zu ein bisschen sehr einfach, aber naja, sehr einfach ist halt immer so eine Geschichte. Wie gesagt, Gothic ist und bleibt kein einfaches Spiel. Level Up ist übrigens sehr schön. Wie viele Lernpunkte haben wir? 30. Man kann jetzt übrigens streiten, ob es klug von mir war, die Lernpunkte in die Schildparade zu stecken, aber ich finde es eigentlich ganz nett, mit einem Schild herumzulaufen, weil das einfach irgendwie realistischer ist. Ich meine, jeder Typ hat ein Schild. Man kann damit auch besser blocken, als wie nur mit der Waffe. Unter anderem eben auch Pfeile, was Sinn macht. Und ja, gut, da hinten ist ein Schrein. Das müsste ein Schrein von Belia sein. Schrein ist gut, denn Schrein heißt meistens, dass da irgendwas liegt, was man abgreifen kann. In dem Fall nur ein rostiges Schwert. Belia. Genau, ein Belia-Schrein.
Wir können bei ihm Lebenskraft, Magischkraft oder Ausdauer holen und Ausdauer ist doch eine gute Idee. Gewähre mir Ausdauer. Allerdings macht auch der beste Gott nicht davor Halt, um eine kleine Spende zu bitten. Deswegen holen wir uns mal ein bisschen Ausdauer. Ja, wir haben noch 25, noch 20. Gut. Gewähre. Genau, wir können bei ihm ein paar nette Zauber lernen. Der netteste Zauber ist hier allerdings nicht dabei, genau. Einer der mächtigsten Zauber, wie gesagt, war auch früher so, einer der mächtigsten Zauber im ganzen Spiel war der Zauber Blitzbeschwören. Den konnte man ab und an als Spruchrolle finden. Und mit dem konnte man fast jeden Gegner mit einem Schlag töten. Nett. Oh, Silas. Silas, dich kennen wir doch aus Gothic 1, oder? Hattest du da nicht eine Taverne? Oder bist du ein anderer Silas? Auf jeden Fall hast du einen BH an, was ein bisschen merkwürdig aussieht. Hallo. Oho, ein neues Gesicht. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... Eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Bufford. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Das klingt ja so, als ob du äußerst zufrieden wärst. Ja, was machst du denn eigentlich hier? Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Vor kurzem ist einer von ihnen abgehauen. Seitdem dürfen wir die Sklaven keinen Augenblick unbewacht lassen. Mhm, das ist bereits ein Hinweis auf eine Quest. Was gibt es in der Stadt? Stadt? Kapdun ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine ordentliche Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Du bist eine große Hilfe. Gut, man sieht hier die Sklaven mal wieder schuften. Au. Ja gut, sonderlich effizient sind die Typen nicht unbedingt, aber na gut. Was will man machen? Ja gut, schauen wir mal direkt rein. Hallo Jungs. Oh. Grobbock. Du hast ja sogar einen Namen, das heißt, du hast doch irgendwas zu sagen. Tja, was willst du, Morra? Brauchst du irgendwas, du komischer, grunzender Ork? Brauchst du irgendwas? Allerdings. Ruhe in dieser Stadt. Mach uns also keinen Ärger. Geh nicht an Sachen, die dir nicht gehören und prügel dich nur mit unserer Erlaubnis. Ich hoffe, du verstehst mich, Morra. Klar. Ja, Morra ist übrigens das ein bisschen abfällig gemeinte Wort für Mensch. Ich glaube, das habt ihr schon kapiert. Ja, hier viele Sklaven. Der trinkt mal aus der Regentonne. Und hier ein Typ. Ja, der gehört der Fraktion an, mit der ich liebäugle. Hat auch, ja, ist ganz gut bestückt, der junge Mann. Wobei, so jung sieht er gar nicht mehr aus. Bist du jung? Naja, gut, ist okay. Hallo Gamal. Hey du, du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Das kann wohl sein. Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen an die Orks? Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Erst kürzlich habe ich den Orks sogar einen echten Paladin verkauft. Oha. Ein Paladin, falls ihr nicht wisst, was ein Paladin ist, das ist eine der mächtigsten Gruppierungen der Menschen. Ja, gut. Cool. Und? Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Oh, einen wertlosen Kelch. Ah ja. Weißt du irgendwas über diese völlig wertlose Ausrüstung? Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Der Typ hat übrigens so ziemlich meinen Lieblingsnamen im ganzen Spiel. Er heißt einfach mal Urkras. Er ist Urkras, Alter.
Gut, du sagtest irgendwas von Gold. Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Ja gut. Ihr kennt mich ja von meinen Let's Plays. Ich bin kein guter Mensch, also... Ich fange Harek wieder ein. Wo ist er? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon geholt. Wahrscheinlich ist er noch in der Gegend. Vielleicht hat ihn vor der Stadt jemand gesehen. Gut. Ein Sklave, den wir fangen sollen. Da nehme ich doch einen Schluck aus der Pulle. Damit kann ich mein restliches Leben nämlich wieder auffüllen. Zwar ein bisschen mühsam, aber es geht. Und dann würde ich sagen, wir stellen uns mal hier vor diesen Baumstumpf oder drauf. Nee, falsche Taste. Gut, was könnten wir denn tun? Ah, ich stelle mich hier neben den Sklaven. Hallo. Doing, 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 doing. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, arrivederci und goodbye.